Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In meinen Videos rede ich ja sehr viel über das Thema To-Do-Listen und einen strukturierten Tag haben und so weiter. Und es gibt da eine Sache, die das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Und zwar ist es, was ist eigentlich, wenn ich meine To-Do-Liste nicht einhalte und irgendwie meinen Tag nicht strukturiert haben kann, weil ich mich nicht an meine Liste halte? Um diese Frage soll es heute gehen. Ich möchte euch gerne vier kleine Tipps mit euch teilen, wie ihr bessere To-Do-Listen schreiben könnt, beziehungsweise euren Tag besser planen könnt, sodass ihr wirklich alles schafft und alles macht. Denn ich habe letztens dieses Buch hier gelesen, Getting Things Done, und der Autor meinte da, dass eine schlechte Laune nicht davon kommt, dass man zu viele To-Dos hat zum Beispiel, sondern dass eine schlechte Laune daher kommt, dass man Versprechen mit sich selbst nicht einhält. Das heißt, wenn ich heute sage, ich möchte irgendwie diese 10 Dinge machen und dann aber nur 5 davon mache, dann habe ich eine schlechte Laune, weil ich das Versprechen mit mir selbst gebrochen habe sozusagen. Und das war eine echte Erleuchtung für mich. Und ich möchte euch heute ein bisschen helfen, bessere To-Dos zu schreiben, um keine Versprechen von euch selbst zu brechen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Let's go! So, wenn du das hier siehst, dann hol doch sehr gerne mal ein Blatt Papier raus und einen Stift und schreibe ganz oben rauf Not to do, also Sachen, die du nicht machen möchtest. Und wir kennen das Prinzip von einer To-Do-Liste, also Dinge, die wir machen sollen. Und ich finde das Prinzip einer Not-To-Do-Liste teilweise noch viel besser. Denn ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir irgendwelche Aufgaben haben, die erledigen wollen, aber immer irgendwas dazwischen kommt, wie zum Beispiel, ich muss noch die Person anrufen, ich muss noch mal das machen oder ich gehe mal schnell auf TikTok oder so. Und das sind wirklich richtige Produktivitätskiller. Deswegen habe ich mir seit einiger Zeit angewöhnt, eine Not-To-Do-Liste zu schreiben, also Dinge aufzuschreiben, die ich an diesem Tag auf gar keinen Fall machen möchte, beziehungsweise nicht in meiner produktiven Zeit, in meiner produktiven Phase machen möchte. Das sind oft wirklich so banale Dinge, wie auf TikTok gehen oder auf Instagram gehen oder was weiß ich halt, sowas, was extreme Ablenkungen sind. Wow. Aber ich kenne es von mir selbst, wenn ich sehr große Aufgaben habe, die ich irgendwie nicht erledigen möchte, fange ich an, so kleine Dinge aufzuräumen, kleine Dinge zu erledigen, damit ich mich irgendwie besser fühle, dass ich irgendwas gemacht habe, auch wenn das nicht so bedeutend ist. Das heißt, theoretisch, falls ich irgendeinen großen Aufsatz zum Beispiel schreiben müsste und darüber gar keine Lust habe, fange ich dann irgendwie an, meine Galerie auf dem Handy auszumisten oder so, um halt irgendwie zu prokrastinieren, aber mich trotzdem nicht schlecht zu fühlen. Und das bringt irgendwie nichts, weil ich mich dann auch am Ende schlecht fühle. Und falls du weißt, dass du auch so eine Person bist, kann eine Not-To-Do-Liste so hilfreich für dich sein. Und es muss auch keine ewig lange Liste sein, aber vielleicht kannst du einfach deine größten Ablenkungsfaktoren, deine größten Ablenkungen einfach aufschreiben, wie zum Beispiel auf TikTok gehen, auf Netflix gehen, damit du die wichtigeren Dinge erledigen kannst und dich nicht damit ablenkst. Für den zweiten Teil möchte ich gerne einen Spruch mit euch teilen, und zwar ist der Spruch: Wir unterschätzen gerne, was wir in einem Jahr schaffen, aber überschätzen auch, was wir in einem Tag schaffen. Und ich finde diesen Spruch sehr krass, und ich habe den das erste Mal gehört, als ich mein Jahr geplant habe. Letztes Jahr, also so im Dezember, habe ich angefangen, das Jahr 2021 zu planen, und habe dann den Spruch gehört: Wir unterschätzen, was wir in einem Jahr schaffen. Und das finde ich krass. Aber ich finde die Erkenntnis, dass wir überschätzen, was wir in einem Tag schaffen, noch krasser eigentlich. Und deswegen ist mein zweiter Tipp: Unterschätze dich, was deinen Tag, deine To-Do-Liste für einen Tag angeht. Ich meine, es kann immer irgendwas dazwischen kommen, sei es jemand ruft an oder du musst irgendwo schnell hin oder du kriegst aus Versehen noch mehr Schulaufgaben oder so, keine Ahnung. Und ich merke, dass die Kamera gerade sehr wackelt. Ich muss aufpassen, sie ruhig zu halten. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist es auch so, dass unsere schlechte Laune davon kommt, dass wir Versprechen mit uns selbst brechen. Um diese Versprechen nicht zu brechen, dann gibt es sehr viel Sinn, sich nur weniger Versprechen zu machen, weil wir diese dann auch nicht brechen können. Deswegen ist mein Tipp: Unterschätze dich. Die Sache ist halt, wenn du dann doch alles fertig kriegst und dann noch mehr Zeit hast, kannst du immer noch andere Sachen machen. Und dann fühlst du dich auch gleich noch viel besser und viel motivierter, diese Dinge dann zu machen. Im Gegensatz dazu, wenn du dir 20 Aufgaben machst und dann aber nur 4 davon schaffst. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar lassen oder meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zu den Themen Produktivität, To-Do-Listen, Gewohnheiten, Schule, Lerntipps und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, dich hier bald wieder zu sehen, deswegen abonniere sehr gerne und machen wir jetzt weiter mit den Tipps. Der dritte Tipp ist: Habe 3 Prioritäten für den Tag. Ich habe mal so einen Spruch gehört: Wir können unlimitierte Wünsche und Ziele für unser Leben haben, wir können aber nicht unlimitierte Prioritäten haben. Und das können wir auch eigentlich ganz klein auf den Tag anwenden. Also, you can do anything, but not everything. Das kann man auf Deutsch nicht so gut übersetzen, aber im Grunde kannst du alles machen, aber davon kannst du nicht alles machen. Und das klingt auf Deutsch sehr komisch. Aber es hilft wirklich sehr, deine Ziele für den Tag runterzubrechen auf 3 Prioritäten. Also, welche 3 Hauptziele oder welche 3 Haupt-To-Dos möchtest du heute machen? Und wenn du das gemacht hast, dann hast du einen erfolgreichen Tag gehabt, sozusagen. Wie ich auch schon gerade eben gesagt habe, wir unterschätzen
unterschätzen gerne, was wir in einem Jahr schaffen, aber überschätzen, was wir in einem Tag schaffen. Und um diese Enttäuschung zu vermeiden, ist es gut, sich nur 3 Prioritäten zu setzen. Prioritäten. Wenn ich das so schnell sage, kann ich es irgendwie nicht aussprechen. Prioritäten. Denn ich kenne es mir selber, wenn ich zum Beispiel 20 Sachen draufstehen habe, bin ich unmotiviert anzufangen, weil ich Angst habe vor diesem riesen Haufen von Aufgaben und mache dann irgendwie nur 2 Sachen oder so. Und davon auch noch 2 unbedeutsame Sachen am besten. Aber wenn man sich wirklich 3 Sachen vornimmt, die bedeutend sind, die wichtig sind und die dich weiterbringen und diese 3 Sachen dann wirklich erledigt, dann bist du oft schon viel weiter, als wenn du so einen riesen Haufen Aufgaben hast und davon nur unbedeutende Sachen machst. Der 4. Tipp ist, habe deine Liste, deine To-Do-Liste immer bei dir. Wir kennen ja alle den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn und ich kann sagen, dass es für mich sehr wahr ist. Wenn ich nicht auf meine Liste raufgucke, was ich den Tag machen muss, vergesse ich es einfach. Nicht gut. Also beispielsweise einfach hier oben sowas erstellst und einfach deine To-Do-Liste aufschreiben kannst oder du kannst auch eine Liste haben, die du immer neben dir hast, wie auch immer. Oder du machst wirklich die Gewohnheit, alle 2 Stunden mal auf deine Liste raufzugucken, falls du die irgendwie digital hast oder so. Was ich auch gerne mache, ist mir öfter mal Wecker zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte bis 15 Uhr irgendwie meine Englischhausaufgaben fertig gemacht haben, dann stelle ich mir um 14 Uhr Wecker und schreibe dann Englischhausaufgaben, damit ich es einfach nicht vergesse. Denn ich sag mal so, falls wir unsere To-Do-Liste ignorieren und dann irgendwie doch mal auf TikTok gehen, dann kann es auch mal so 1 oder 2 Stunden werden. Und wenn wir dann mal so einen Wecker bekommen von wegen Englischaufgaben, dann wirst du wieder in die Realität gezogen. Und ich bin auch sehr hilfreich, immer wieder daran erinnert zu werden, was man eigentlich noch machen muss, damit man nicht die Zeit, wie gesagt, auf TikTok oder so verliert. Und das waren die 4 Tipps, die ich euch mitgeben kann für eine bessere To-Do-Liste. Wenn du noch weitere Tipps hast, kannst du diese sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten findest du jetzt noch hier weitere Videos, die dich interessieren könnten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.